Tief ein- und ausatmen. Richtig bewusst denken wir eigentlich selten über unsere Atmung nach. Sie passiert ja auch automatisch. Allerdings gibt es Sportarten, da ist das Atmen besonders wichtig. Vor allem das Nichtatmen, wie beim Apnoe-Tauchen. Reporterin Katrin riskiert, ob sie mit einem einzigen Atemzug 10 Meter tief tauchen kann. Ich war im Apnoe-Tauchtraining. Das heißt, ich habe versucht, so lange wie möglich unter Wasser die Luft anzuhalten. 3 Minuten und 6 Sekunden habe ich geschafft. Darauf bin ich eigentlich ganz schön stolz. Und heute will ich versuchen, das Ganze in der Praxis umzusetzen. Das heißt, ich werde im See versuchen, mit nur einem Atemzug so tief wie möglich hinunterzukommen. Was hier allerdings noch niemand weiß, ich habe wahnsinnige Angst vor offenem Gewässer und vor Fischen. Also ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Im Neufelder See geht es recht weit hinunter. 24 Meter misst die tiefste Stelle. Ich schließe mich für meinen Versuch einem Apnoe-Tauchkurs an. Die meisten anderen haben schon Erfahrung im Tauchen mit Flasche. Ich kann das von mir nicht behaupten. Ihr könnt alle 2-3 Minuten lang Luft anhalten. Das ist jetzt dann nicht das Zeitproblem. Also ihr braucht da wirklich keine Angst haben. Wir werden auch die Tiefen sukzessive steigern. Also wir werden auch nicht gleich beim ersten Tauchgang auf 10 Meter oder mehr runtertauchen, sondern wir werden am Anfang bei jedem Tauchgang 2-3 Meter tiefer tauchen und dann werden wir mal schauen, wie tief ihr heute tauchen werdet. Bevor wir wirklich in die Tiefe tauchen können, müssen wir aber erst lernen, wie man überhaupt abtaucht. Oberkörper rechter Winkel, Beine senkrecht nach oben, wir sind weg. Ohne die richtige Technik kommt man nämlich gar nicht so weit hinunter. Aber von mir aus könnten wir es dabei auch belassen, gell? Es reicht mir eigentlich an Spaß und Spannung. Beim Apnoe-Tauchen geht es darum, möglichst lange die Luft anzuhalten. Dafür ist das Atmen davor das Allerwichtigste. Je mehr Luft in der Lunge ist, desto tiefer können wir tauchen. Und das hat mit dem Wasserdruck zu tun. An der Wasseroberfläche, also in unserem natürlichen Habitat, beträgt der Umgebungsdruck auf Meereshöhe 1 Bar. Wenn wir tauchen, steigt der Druck pro 10 Meter um 1 Bar an. Das heißt, in 10 Metern Tiefe ist der Druck auf den Körper doppelt so hoch wie an der Wasseroberfläche. In 20 Metern Tiefe ist es sogar 3-mal mehr Druck, als wir gewohnt sind. Durch den steigenden Druck von außen komprimiert beim Tauchen die Luft in der Lunge. Das heißt, wenn ich davor 4 Liter Luft eingeatmet habe, sind es in der Tiefe nur mehr 2 Liter. Das hat jetzt nichts mit Sauerstoff zu tun oder dass die Luft weg wäre. Also, da müsst ihr wirklich dran denken, wenn ihr runtertaucht und ihr habt das Gefühl, meine Luft ist weg. Nein, sie ist nicht weg. Sie ist noch immer da, aber der Platz für die Lunge ist einfach kleiner. Der Körper gewöhnt sich daran, mit jedem Tauchgang wird es besser und besser. Eine der besten Freitaucherinnen ist die Französin Alice Modolot. Im Sommer hat sie auf den Bahamas einen neuen Weltrekord aufgestellt. 95 Meter tief ist sie getaucht, mit nur einem einzigen Atemzug. Touchdown, Alice. 3 Minuten und 12 Sekunden war sie dafür unter Wasser. Unser Ziel ist es heute, bis zur Markierung in 10 Metern Tiefe zu kommen. Schaut einfacher aus, als es ist. Man sieht total wenig, das wird total schnell dunkel, man verliert die Orientierung, wenn man nicht direkt an dem Seil runtertaucht. Aber es macht Spaß. Ich merke schon, es gibt da ein paar Leute im Kurs, die sich um einiges besser anstellen als ich. Sagen wir es so, das Abtauchen hat sich in dem Moment anders angefühlt, als es aussieht. Jetzt ist halt noch sehr viel Neues dabei, es ist noch immer ein bisschen Respekt dabei, es ist dunkel, kalt, See. Wenn wir das Ganze jetzt im Meer machen würden, ist natürlich auch noch ein riesen Unterschied, weil dann ziehst du ja bis 10 Meter runter am Boden. Da siehst du natürlich erst den Boden, wenn du auf 5, 6 Meter bist. Also ich habe den Boden heute noch nicht gesehen, muss ich gleich dazu sagen. Aber hattest du schon jemanden in deiner Gruppe, der dir auf 10 Meter oder so eine komplette Panikattacke bekommen hat? Nein, Panikattacke nicht. Ja, also man merkt halt schon, wenn sie das erste Mal auf 10 Meter tauchen und sie realisieren, wir sind jetzt auf 10 Meter, weil ja das Seil aus ist. Und dann merkt man halt beim Auftauchen, sind sie halt nicht mehr ganz so entspannt, weil sie halt schnell an der Oberfläche wollen.
Der Punkt ist aber der, noch einmal bei 3 Minuten Luft anhalten, ja, ist ja die Luft nicht das Thema. Der Körper braucht sie definitiv nicht. Aber wenn wir auf 10 Meter runtertauchen, bis zu 10, 15 Sekunden lang im Luft anhalten. Das einzige Problem, was sein kann, ist dann irgendwann einmal der Druckausgleich im Ohr. Und das ist eigentlich der limitierende Faktor. Es ist immer nur der Druckausgleich der limitierende Faktor. Es ist nie die Zeit und nicht die Strecke. Den Druckausgleich muss jeder Mensch beim Tauchen machen, egal ob mit Flasche oder ohne. Durch den steigenden Wasserdruck drückt das Wasser nämlich von außen auf das Trommelfell, das dehnt sich dadurch nach innen und überspannt. Wenn man dagegen nichts tut, würde das zu richtig starken Schmerzen führen und das Trommelfell würde früher oder später reißen. Beim Tauchen macht man deshalb einen Druckausgleich, indem man die Nase zuhält und versucht, über die Nase auszuatmen. Dadurch wird die Luft in die eustachische Röhre zurück ins Trommelfell gepresst. Durch den Gegendruck kann es wieder in seine normale Position zurück und der Schmerz hört auf. Also ich habe es schon auf 5 Meter Tiefe geschafft. Das ist eh mehr, als ich mir heute erhofft hätte, muss ich sagen. Es geht witzigerweise direkt an dem Seil ganz okay, aber es ist trotzdem irgendwie nicht ganz so meine Welt. Also es ist rundherum alles grün, dunkel, trüb, man sieht nichts. Was vielleicht auch ganz gut ist, weil es sind keine Fische. Aber ja, ich weiß nicht. Also ob ich es auf 10 Meter Tiefe heute schaffe, I don't know. Währenddessen schaffen es die ersten meiner Kolleginnen, die 10-Meter-Markierung zu berühren. Ist eh alles Kopfsache. Das geht ja. Man kann es eh, aber sich zu konzentrieren, nein, du schaffst es noch, dein Körper kann das. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Wenn man abtaucht, man hat wirklich nur noch das grüne Wasser vor sich und die Schnur und es ist alles andere ausgeblendet. Man hört kaum noch etwas. Es sind also wirklich, die Reize werden sehr geschärft. Das ist auch wirklich sehr entspannend, weil man fokussiert sich halt wirklich nur auf das eine. Würdest du sagen, dass das für dich so eine Grenzerfahrung ist? Sicher, auf jeden Fall. Also gut, einen letzten Versuch mache ich noch. Ich will bis zum Ende der Schnur tauchen. Okay, tiefer als 6 Meter schaffe ich es leider einfach nicht. Aber das ist für mich voll in Ordnung. Und es gibt einen Bonuspunkt. Die Begegnung mit den Wels ist ausgeblieben und das macht mich persönlich richtig glücklich.